Jo, willkommen zurück. Weiter geht's. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nur auf Probieren basiert hier. Oh, ich kann jetzt gar nicht runter. Ich habe doch selber noch einen Eimer mit Erde, ne? Ich kann aber jetzt hier nicht ins Inventar, zum Beispiel die Hügel zumachen oder so. Was? Hab ich dich. Du Lol, dachtest was? wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Hä? Ich hab den. Habt ihr es kapiert? Gut, ich kann es ja nicht nochmal, aber. Na super. Noch mehr Dreck. Lose Erde habe ich genug. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Hä? Soweit, so gut. Wo ist das jetzt? Laut, aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so. Oh, warte mal. Gefrorener Erde, das heißt, das muss woanders brüten. Das nieft immer noch hier hinten. Oh, ey Leute, die Rätsel verstehe ich echt nicht. Das ist immer Glück, genau wie hier hinten bei. Na hier, wo war das? Bei dem Restaurant. Da musste man auch irgendwas rätseln und das ging dann aber trotzdem. Vielleicht muss man die Rätsel nicht machen. Warte mal. Gab's nicht irgendwo? Nee. Bei Extras gab's doch irgendwo die Spiele, oder? Puzzle. Ah nee, das ist wieder was anderes. Keine Ahnung. Ach, das mal, guck mal. Das meine ich mit Hotspots. Jetzt habe ich mich ein bisschen gespoilert, aber ich glaube, wir haben eh schon alles gesehen. So, wir suchen mal die anderen. Ach, Moment, warte mal. Laut Fibel ist das hier ein Kirillin, meine Sammlung wächst. Das Flugschnabeltier? Muss ich das vielleicht ins Ich muss Wasser? meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Weil den Eimer, den habe ich. Ne, den habe ich ja hierher, ne? Wieder raus. So, gut, dann gehen wir weiter. Also zum Marktplatz und dann unten da, wo der Gondoliero war, da ist noch ein Ei und sonst beim letzten. Ach nein, ich weiß, wo das letzte ist. Wisst ihr es auch? Ich weiß es. Gerade eingefallen. Jetzt können wir das aufnehmen hier. Da ist nämlich halt auch noch ein Nest. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Ah, Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Genau. Dann ist das. Ich hätte das hier eher vermutet für die Flugschnabeltiere, weil das halt oben in der Luft ist. Dann ist es aber doch wirklich immer da, wo ich ein Wasserschnabeltier. Nest fürs Wasserschnabeltier. Immer wo ich's finde. Laut Fibel ist das hier. Kirillin, meine. Ich muss es wohl oder übel erst ausbrüten. In diesem Zustand kann es ja wohl kaum das Nest bewachen. Erst. Ach, ich verstehe. Das sind die Erwachsenen. Warte mal. Steht noch was in der Fibel? Hä, wieso ist denn hier ein Häkchen drin? Ich hab doch nur drei. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? warte, Wasserschnabeltier hier. Gefunden habe ich es schon mal. Jetzt muss ich es nur noch ausbrüten. Ah, jetzt, guck mal, gefrorene Erde. Das war das Flugschnabeltier. Sieht aus, als ob das. Oh, krass, hier ist ja noch ein Tipp. Erdschnabeltiere Ah, guck schlüpfen mal, beim nice. ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Ja, okay, wissen wir also. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Ich glaube, da wüsste ich, wo es sein könnte.
Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Genau. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Ja, stimmt. Warte mal, ich gehe zum Angler. Vielleicht hat er ja so einen Fisch geangelt. Also, nee, geht ja nicht. Wir sind ja auf dem Meer. Ist ja Salzwasser. Wir quatschen den einfach nochmal an. Wir ärgern den halt gerne. Huhu, nochmal. Verschwinde endlich. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Außerdem fehlt dir oft. Und wenn ich dir beweise, ha, wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Okay, ich sag mal so, das, was er jetzt schon... Was... Das skipp ich halt. Ich habe ein Schnabeltierei geangelt. Mit was für einer Angel? Mit angeleckten Fingern. Verzieh dich. Und komm erst wieder, wenn du einen Fisch gefangen hast. Oh, warte, es gibt einen Fisch in der Kneipe. So, jetzt ist das Rätsel halt. Also, das finde ich irgendwie interessanter als gerade mit diesem Erdloch, wo ich das Ei her habe. Okay, also, es gibt in der Kneipe... Das ist immer doch gleich. Hier gibt es ja diesen Fisch da drin. Ach, ich wollte schon gerade sagen, was war das denn? Und zwar Wasserschnabeltier. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Nimm den mal ab. Hey, halt still! Verdammt! Das scheint eine Art Bewegungssensor Strom, zu haben. Strom, Strom! Ich weiß, geil. Der Strom ist aus, dann kann ich den Fisch wohl mitnehmen oder das dann da reinpacken. Heißt, deswegen haben wir die Zuckerdose noch für den Generator. Generator! So, tu es, tu es. Ja, es macht schon Spaß, aber manche Sachen sind echt Zufall, dass ich die irgendwie rausgefunden habe. So, jetzt nehme ich den mit. Lol, ey, genial. Und jetzt... Das Wasserding in den... Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Hä? Ist doch Wasserschnabeltier-Ei. Bald kann ich... Oh Junge, ich kann es... Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Irgendwie schon. Hatten wir aber auch. So, jetzt gebe ich dem Typen halt den Fisch. Aber wenn der ein Angler ist, merkt er sofort, dass das eine Attrappe ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Kannst du pieksen? Piek! Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Boah. Läuft. Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Was? Pedalbetriebene Tandemangel. Raupenseide? Boah, keine Ahnung. Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest Och, du nee. Am besten gleich wieder. Es ist... Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten... Alles klar. Tandemangel. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir... Ich locke genau, die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen, wie wenn du mir dein... Ja, wie widerlich. Irgendwie schon. Es liegt an meiner... Wahrscheinlich ist es eh wieder der Spezialköder. Aber ich drücke halt gerne alle Antworten oder mögliche Antworten durch. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir ein richtiger... Wenn du mir dein... Ich benutze einen Spezialköder. Ha!
Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Ich brauche aber einen Zebrafisch. Wasserschnabeltiere im Maul von lebendigen... Ja. Hier steht außerdem, dürfte schwer... Aber vielleicht kann ich den Tigerfisch... Wir können den Tigerfisch ummalen, es gibt Farbe. Was soll das denn? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Habe ich den jetzt schon? Hä? Ach so, er angelt den gerade für mich. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Ja, ich will den doch. Einfach nochmal probieren. Was soll das denn sein? Was schon? Oh, das Ganze nochmal. Oh ja, egal. Vielleicht. Ja, ich klick's gerade wieder durch. Haben wir schon gesehen. Nimm ihn! Ich kann auch nichts machen halt, ne? Jetzt flutscht er eh wieder rein. Haha, hey, wie dumm. Bleib stehen. So ein Käse, egal. Wie können wir denn den Fisch behalten? Ich habe ja keine Möglichkeit, irgendwas einzusetzen. Wenn ich den Köder einsetze, geht ja die Sequenz los. Wir müssen irgendwas anderes vorher machen. Tschüss! Dann gucke ich jetzt bei dem nächsten Ei. Denn... Oh, ich hätte die Karte nutzen sollen. Aber ich glaube, ich weiß, wo das war. Wenigstens habe ich das mit den Eiern schon mal so ein bisschen raus. Die müssen wir erst ausbrüten und dann in die Nester packen. Vor Docs Werkstatt, genau. Da hatten wir den das letzte Ei, genau, in der Esse oben drin. Da oben, ups. So, rauf, runter, rauf. Ofen! Jetzt weiß ich, wie ich den einen Fisch sage ich schon, das eine Schnabeltier. Das muss in den Ofen. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner... Verdammt. So, aber jetzt nimmst du den Schraubenzieher, oder? Laut Fiebel, ich würde zwar wetten, dass ich... Aber ich lasse es lieber... Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Ich muss meine Sachen nicht. Ich will eine Gehirnoperation oder wofür. Ich muss meine Nein, Sachen. Nein, oh mein Gott. Oder wofür auch immer. Sollst Wasser reinfüllen? Laut und dann Fiebel. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher. Aber ich lasse es lieber nicht. Da steht, es gibt nur. Ja, toll. Mit was denn jetzt? Staubsauger. Laut Fiebel, ich würde zwar wetten, dass ich das auch. Aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser. Was war das eigentlich hier für eine Anlage? Ach, da kommt dann der Dampf raus, ne? Airbag-Kiste. Ach so, das war für den Typen. Warte mal, Kohle? Die gehört sicherlich in den Ofen. Oh, guck mal, da ist ein Schnabeltier. Genau in der Mitte, da oben, da. Das irgendwie anklicken? Nee, das verschwindet dann. So, richtig. Wie kriegen wir das angezündet? Ich hab nichts dafür da, ne? Eine Kerze. Dann muss ich die Kerze mit mir rumtragen, während die an ist. Gehen wir in Docs Werkstatt, wenn wir gerade hier sind. Da ist dann das Nest. Perfekt. Und hier ist eben die Farbe.
Ausgerechnet war der Spielverderber und... Nein, da kann man den Zebrafisch bemalen. Oder den Tigerfisch in einen Zebrafisch umwandeln. Das ist eigentlich schon ganz lustig. Dieser Tipp war jetzt... Vielleicht hat man ja doch was übersehen, dann ist es eigentlich nicht verkehrt. So, hier gibt's nicht Feuer. Oh, warte mal. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaffen. Oh mein Gott. Ich bin an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Alles klar.